Sag mal, geht's noch? Ich erzähle dir, dass ich Schmerzen habe und du denkst an nichts anderes, als an mir rumzukrabbeln? Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich mit dir mal allein bin. Ich liebe dich. Oder ist das auch nicht wahr? Die Menschen in Waldenstadt so enttäuscht zu haben, das ist eine Last, die keine Liebe der Welt ertragen kann. Nimm diesen Ring. Wie meinst du das? Dieses Dilemma, das würde uns immer verfolgen. Und unter dem Druck können wir nicht glücklich werden. Und deswegen kümmere dich wenigstens um deine Heimat. Wann ist dir das klar geworden? Als ich dich in der Welt gesehen habe, in die du gehörst. Gemeinsame Zukunft. Jetzt weiß ich, was mich daran beunruhigt hat. Sie war einfach zu traumhaft, zu märchenhaft, zu perfekt. Papa hat recht behalten. Er wollte dich mit seinem letzten Wunsch nicht unter Druck setzen, sondern wahrscheinlich nur zur Besinnung bringen. Dann stellt sich ja nur noch die Frage, wie ich es schaffen soll, ohne dich zu leben. Ich will das nicht. Ich kann es auch nicht. Ich will bei dir bleiben, hörst du? Alles andere ist mir egal. Es ist dir nicht egal. Du kannst das und du weißt das. Du bist ein Leben lang darauf vorbereitet worden. Du hast recht. Geht's auch ein bisschen langsamer? Hallo, ist jemand zu Hause? Entschuldige, wenn ich in deiner Nähe bin, dann setzt bei mir irgendwie alles aus. Das hab ich gemerkt. Ich dachte, wir können... Ich weiß, was du dachtest. Du hast gedacht, du könntest mich mal so eben ins Bett bekommen, stimmt's? Nein, sowas würde ich nie glauben, Olivia, wirklich. Ich bin so froh, dass wir uns begegnet sind. Du bist echt einzigartig. Ja, da hast du wohl recht. Und ich bin eine Frau, die weiß, was sie will. Ich verstehe. Ich wollte dich nicht überrumpeln. Aber ich glaube, das ging dir alles ein bisschen zu schnell. Niemand's nimmt's. Hast du schon mal den Start einer Rakete gesehen? Die hebt auch ganz langsam vom Boden ab. Ein bisschen sehr großzügig mit dem Salz. Es gab schon Beschwerden. Wer weiß, vielleicht ist sie verliebt, so wie sie in letzter Zeit salzt, strahlt. Entschuldigung. Es ist schon in Ordnung. Trotzdem, verliebt sein ist keine Entschuldigung für mangelhafte Arbeit. Freut mich, das von Ihnen zu hören. Hier sind Sie, Justus. Gräfin, haben mich gesucht? Allerdings. Auf der Auffahrt liegen Äste. Ich finde das sehr nachlässig. Ich werde mich sofort darum kümmern. Ich bitte darum. Äste auf der Auffahrt? Das ist unverzeihlich. Das ist ja noch nicht mal das Schlimmste. Sondern? Dass ich es keine Sekunde mehr ohne dich ausgehalten habe. Ich gehe dann jetzt besser. Thank you.
Ich wollte dir danken für die schönste Zeit in meinem Leben. Ich wünsche dir von Herzen, dass du glücklich wirst. Niemand hat so sehr verdient wie du. Was war das denn? Lisa? Also, das mit der Rakete, das hast du wörtlich genommen. Soll das etwa heißen, du hast mich unterschätzt? Und wie? Oder sagen wir mal, es war gar nicht schlecht für den Anfang. Gar nicht schlecht. Ich kann auch noch zulegen. Du, ich habe tierischen Hunger. Wie wäre es? Habt ihr vielleicht Erdbeeren? Das glaube ich kaum, aber ich kann ja mal nachschauen. Ich bin gleich wieder da. Nicht weglaufen. Von Zeit zu Zeit ist wirklich erfrischend. Man wird an die eigene Endlichkeit erinnert und wirft einen ganz neuen Blick auf sein Leben. Schade, dass ihr nicht mit dabei wart. Wir wären gerne mitgekommen, aber der Familienrat hat uns ausgeladen. Ja, wir hatten gehofft. Ihr fragt euch mal, wieso? Ach je, wie ich Wilhelm beneide. Wir bleiben wenigstens solche Tischgespräche erspart. Von dieser Kreation hier mal ganz zu schweigen. Graf Lahnstein, stimmt etwas mit Ihrem Essen nicht? Ja, das können Sie den Pferden geben. Soll ich Ihnen etwas anderes zubereiten lassen? Ach, danke. Mir ist der Appetit vergangen. Aber vielleicht sollte ich ja diese Köchin feuern. Genauso wie dieses impertinente Zimmermädchen letzte Woche. Was ist eigentlich aus der geworden? Meinen Sie Victoria? Ja, was weiß ich. Ich merke mir nicht den Namen des Personals. Aber für den Fall, dass wir von derselben Person sprechen. Wir haben Sie nicht gehen lassen. Ihre Kündigung war nicht rechtsgültig. Na, sieh mal einer an. Haben wir jetzt Jura an der Volkshochschule belegt? Nein, wir haben... Verdammt noch mal, was glauben Sie eigentlich, wen Sie vor sich haben? Sie sind abgemahnt und jetzt raus. Frau Mann hat die Kündigung in meinem Auftrag zurückgezogen. Ach, na, wer sonst? Das liebe Schwesterchen mit dem großen Herz fürs Volk. Noch treffe ich hier die Entscheidung, Ansgar. So. Und ich dachte, unsere Mutter wird das Familienoberhaupt. Also, Mutter, was sagst du denn dazu? Nein, Carla. Es ist nicht in Ordnung, dass du Ansgar in den Rücken gefallen bist. Noch Fragen? Es ist nicht zu fassen. Warte doch bitte, Carla. Warum? Dass du mich noch mehr bloßstellen kannst? Ich wollte dich nicht vor den Kopf stoßen. Hast du aber. Wie immer. Ich verstehe nicht. Natürlich. Warum wundert mich das nicht? Du warst doch nie auf meiner Seite. Aber Carla, das stimmt doch. Du wolltest es Ansgar immer recht machen. Mich gab's gar nicht für dich. Ich wollte doch nur, dass... Du wolltest es deinem Liebling mal wieder recht machen. Dir ist es ganz egal, was er sich in den letzten Jahren geleistet hat. Was er für ein Monster geworden ist. Er hat mich ins Gefängnis gebracht. Aber dir ist es doch ganz egal. Für dich ist er immer noch der kleine, süße Schatz. Es tut mir leid. Mutter, du vergisst doch nicht unseren Termin heute Nachmittag. Es gibt schließlich noch andere wichtige Sachen zu besprechen. Du bist wirklich das Allerletzte. Ach Gott, wie süß. Set down your glass.
accept us to look like you and me forever as we're now. And I'm shaken. Luise, alles in Ordnung mit Ihnen? Luise, was ist denn passiert? Soll ich einen Arzt rufen? Nein. Lieber ein Flugzeug, damit ich ganz weit wegfliegen kann, zusammen mit Gregor. Er hat sie freigegeben, nicht wahr? Ich weiß, was sie jetzt durchmachen. Liebeskummer ist wie eine schwere Krankheit. Man fühlt sich schwer und leer zugleich. Man möchte sich nicht bewegen und doch am liebsten wegrennen. Aber glauben Sie mir, es ist besser so. Man kann seiner Bestimmung nicht entkommen. Sie hatten recht. Sie hatten alle recht. Man ist, was man ist und nicht, was man sein möchte. Da ist was dran. Und ich liebe ihn so sehr. Lass einfach los, Luise. Das ist das Einzige, was jetzt hilft. I'm shaken and I'm stuck. When your eyes meet mine, I lose simple skills. Like to tell you all I want. Sind die gut? Wenn du mich fütterst, ist es ganz egal, was es ist. Zeig mal deine Hände. Wow. Du hast ja richtig schöne Hände. Das hat noch niemand zu mir gesagt. Hallo, ich bin's. Lydia. Wir haben gerade von dir gesprochen. Lydia. Kapier es endlich. Dein Bruder ist erwachsen. Wie bitte? Du hast schon richtig gehört. Du störst. Was machst du überhaupt in unserem Haus, Olivia? Glaub mir. Das willst du nicht wissen. Gib mir sofort Sabi. Wir wollen aber nicht gestört werden. Hallo, Olivia, hallo? Wir sind beschäftigt. Du unverschämtes Miststück. Du gibst mir jetzt sofort David. Sag ihr, dass sie stört. Lydia? Könntest du später noch mal anrufen? Ich kann gerade wirklich nicht. Ich fasse es nicht. Lass mich raten, ich kenne doch diesen Blick. Ach ja? Ja. Das debile Grinsen und der schlicht entrückte Gesichtsausdruck. Hey, wenn du frech wirst, schicke ich dich als Baumstamm wieder auf die Straße. Los, sag schon. Hast du Schmetterlinge im Bauch? Den ganzen Schmetterlingsschwarm. Ich wusste es doch. Charlie? Mm-mm. Na dann. Los, sag schon. So, na gut, es ist Carla. Was? Wie weit sind Sie? Sieht nicht aus, als wären Sie vorangekommen. Oh, das täuscht. Ich bin so gut wie fertig. Ich habe Frau Mannen gerade nur nach einigen Details befragt und ja, die waren sehr aufschlussreich. Frau Mann, ich muss mit Ihnen sprechen. Unter vier Augen. Natürlich, Gräfin. Natürlich, Gräfin. Sag mal, was soll denn das? Was meinst du denn? Du plauderst dir unser Geheimnis raus, obwohl Ansgar nur darauf wartet, dass er mich fertig machen kann. Ansgar? Ja, er hat dich bereits abgemahnt. Was meinst du, was los ist, wenn er von uns erfährt? Der wird dich schikanieren, nur um mir weh zu tun. Und meine Mutter, die wird ihm dabei helfen. Die beiden, die werden uns das Leben zur Hölle machen. Aber wieso? Ja, wieso? Weil er nichts weiter zu tun hat, als mich von hier zu vertreiben. Das sollte dir inzwischen auch aufgefallen sein. Aber nein, du hast ja nichts Besseres im Kopf, als allen zu erzählen, dass wir was miteinander haben.
Aber ich habe doch nur Christian. Kannst du dir nicht vorstellen, wie schnell sich das hier rumspricht? Danke. Vielen Dank. Aber... Ja, bitte. Frau Galdi, ich meine, Gräfin Lahnstein bat mich, Ihnen einen Jasmin-Tee zu bringen. Sie sagte, es sei Ihr Lieblingstee. Danke. Stellen Sie es doch auf das Tischchen dort. Kann ich noch etwas für Sie tun, Durchlaucht? Ja, vielleicht. Nehmen Sie doch bitte diesen Overall an sich. Ich brauche ihn nicht mehr. Natürlich. Soll ich ihn reinigen lassen? Machen Sie damit, was auch immer Sie wollen. Jawohl, Durchlaucht. Sie hat ihn so fest im Würgegriff, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Und mich behandelt sie wie so eine Dienstbotin. Sie hat mich am Telefon eben gerade einfach abgewürgt. Du kennst sie doch. Ignoriere sie einfach, das ärgert sie am meisten. Es geht aber nicht, dass sie seine Freundin ist. Sie manipuliert ihn. Und ich komme nicht mehr an ihn ran. Aber wir hatten eine Abmachung. Soll das etwa heißen, du hast nur deswegen mit mir... Natürlich nicht. Aber ich will eben alles über dich wissen. Und da gehört deine Familie eben auch dazu. Ich find's einfach schade, dass Lydia so ein Problem mit mir hat. Früher war sie da irgendwie offener. Ja, das stimmt. Sie ist komisch zu dir. Dabei mag ich sie eigentlich. Ich verstehe das gar nicht. Dieses Biest ist dabei, Davids Hirn zu waschen. David ist verliebt. Irgendwann wird er schon merken, wie Olivia drauf ist. Und solange es immer... Ich will aber nicht, dass mein kleiner Bruder verletzt wird. Das ist lieb von dir. Aber im Moment kannst du nichts dagegen tun. Vielleicht, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber vielleicht ist sie auch eifersüchtig auf mich. Vermutlich ist jede Frau eifersüchtig auf dich. So gut, wie du aussiehst. Ich meine eher wegen Sebastian. Weißt du, wir haben uns ja früher mal ganz gut verstanden. Ja, vielleicht ist da was dran. Seit der Sache ist Lydia irgendwie misstrauischer. Ich will sie doch nur verstehen. Also gut. Sebastian hatte einen One-Night-Stand. Ja? Mit meiner Mutter. Ja, aber das ist doch nichts Neues. Das weiß doch jeder. War das jetzt etwa alles? Verstehe einer die Herrschaften. Ratet mal, wer mir das eben in die Hände gedrückt hat. Keine Ahnung. Der Gärtner? Seit wann gehört unser Gärtner der Herrschaft an? Außerdem wäre Blau ja wohl kaum die Farbe seiner Wahl. Na, wem gehört dieses edle Teil? Da kommt ihr im Leben nicht drauf. Der frisch gebackenen Fürstin. Nein. Doch. Offensichtlich hat sie ein Faible für Mechaniker. Wie ich dieses Getratsche hasse. Ich habe einfach keine Lust, dass sich unsere Bediensteten über mich den Mund zerreißen. Du weißt ganz genau, wie die über uns reden. Carla, jetzt beruhig dich erstmal. Tief durchatmen, okay? So, und jetzt nochmal von vorn. Also, was ist passiert? Stella hat Christian erzählt, dass wir ein Paar sind und jetzt... Moment mal, Moment. Ihr seid was? Noch nicht lange, ja. Also, wenn das wirklich wahr ist, dann finde ich es wunderbar. Ich freue mich für dich. Ja, ich finde es auch schön, aber... Ich finde, das ist noch lange kein Grund, alles rumzutratschen. Was meinst du, was los ist, wenn das hier die Runde macht? Komm her. Setz dich erstmal. Wer weiß?
weiß. Vielleicht trägt man das auf Waldensteig. Zu Staatsempfängen? Mich wundert hier gar nichts mehr. Ich sag nur Frau Galvin. Jetzt reicht's aber. Ich hoffe, ich muss Ihnen nicht schon wieder erklären, dass ich keinen Tratsch über die Herrschaften dulde. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann hat Stella lediglich mit ihrem Cousin gesprochen, oder? Hm. Und der erzählt's dann dem Gärtner, der Köchin, und dann wissen es bald alle. Vor allem Ansgar und Mutter. Findest du nicht, du dramatisierst etwas? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Christian das rumtratscht. Und was, wenn doch? Du hast doch heute Mittag gesehen, wie Ansgar und Francesca nur darauf warten, sich auf mich stürzen zu können. Die Sache von heute Mittag hat dich ziemlich mitgenommen, oder? Ja, es ist wie früher. Mutter hält immer zu Ansgar. Du hast recht, das war nicht fair. Aber du kannst Stella deswegen nicht in Sippenhaft nehmen. Sie kann nichts dafür. Ja, ich weiß. Ich kann einfach nicht glauben, dass das alles sein soll. Was meinst du? Ja, mein Sebastian hat mit deiner Mutter geschlafen, aber soll jetzt noch die Beziehung belasten? Das ist doch schon ewig her. Bist du dir sicher, dass da nicht mehr ist? Ich glaube, sie hat Hunger. Hältst du sie bitte mal? Bin gleich wieder da. Ich meine, wie lange ist das jetzt her? Vielleicht 1,5 Jahre. 1,5 Jahre, aber da schreit doch kein Hahn mehr danach. Es sei denn, kann es vielleicht sein, dass Sebastian dein Papi ist? Hast du gerade viel zu tun? Ziemlich. Um was geht's denn? Ich will mich bei dir entschuldigen. Ich habe vorhin ziemlich dummes Zeug geredet. Es tut mir leid. Ich kann dir einfach nicht böse sein. Dabei hatte ich es mir fest vorgenommen. Weißt du, Ansgar, der sitzt mir die ganze Zeit im Nacken. Ich habe einfach Angst, dass er sich auch noch auf dich stürzen wird, wenn er von uns erfährt. Ich werde ab jetzt auch meine Klappe halten. Wir quatschen ja wirklich wie die Brunnenputzer. Du bist toll. Wir werden ihm ab jetzt ganz vorsichtig sein. Ja, das werden wir.